Sell on Good News oder die seltsam Kenzie Video. Manchmal reagieren die Kurse auf positive Nachrichten anders, als man denkt, indem sie fallen. Dieser Artikel stellt eine Methode vor, wie sich der Effekt im Trading ausnutzen lässt. Es las sich eigentlich alles wunderbar, als Daimler am 23. Juli 2015 die Zahlen IGDCDDCGDSIGDGGULDENGULDENGUNDULUCIGODIODDSUG setzt profitablen Wachstumskurs fort. In allen anderen automobilen Geschäftsfeldern stehen wir kurz vor Erreichung unserer Renditeansprüche. Das waren Teile der zusammenfassenden Titelzeilen, die auch heute noch über die Unternehmenswebseite nachgelesen werden können. Darunter dann die Auflistung der wichtigsten Zahlen: Konzernabsatz im zweiten Quartal mit 714.800 Einheiten, plus 14%, deutlich über Vorjahresniveau, Umsatzanstieg auf 37,5 Milliarden Euro, plus 19%, Konzern-EBIT in Höhe von 3,7 Milliarden Euro, plus 20%, für Gesamtjahr 2015 deutlicher Anstieg bei Absatz und Umsatz erwartet. Konzern-EBIT aus dem laufenden Geschäft deutlich über dem Niveau des Vorjahres erwartet. Wie kaum anders zu erwarten, waren die Börsianer zur Eröffnung des Handels am 23. Juli begeistert. Der Markt hatte sicherlich ein gutes Ergebnis eingepreist, aber scheinbar wurden die Erwartungen nochmals übertroffen. Die Aktie eröffnete den Handel mit einer Aufwärtskurslücke, Gap, von rund 2,5% gegenüber dem Vortagesschlusskurs. Das war allerdings gleichzeitig der höchste Kurs, den die Aktie bis heute erreicht hat. Nach der Eröffnung ging es für drei Tage abwärts, bevor es zu einer moderaten Erholung kam. Anschließend gab die Aktie im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen im August deutlich nach. Interessant für Trader war insbesondere die Reaktion auf die Quartalszahlen. Eine klar positive Überraschung, erkennbar am deutlich höheren Eröffnungskurs, wurde anschließend massiv abverkauft. Dieser Effekt ist kein CIGUIDUUZYLSGCGGUND-GULDEN-ADESCDU-GULDEN-GUOY-Plus-GGL-GULDEN bezeichnet Verkaufen bei guten Nachrichten. Ursachen des Effekts: Bevor man als Trader darüber nachdenkt, ob es möglich ist, von diesem Effekt zu profitieren, sollte man zunächst nach Erklärungen suchen. Denn nur dann, wenn es gute Gründe für eine große Gruppe an Marktteilnehmern gibt, systematisch bei guten Nachrichten zu verkaufen, lässt sich auch ein Handelsansatz entwickeln, der reproduzierbar ist. Das soll heißen, dass das Trading-Setup keine Eintagsfliege sein soll, bei der man UI zufällig Glück hat, sondern eine wiederholbare Strategie, die sich immer -1,3$ wieder anwenden lässt und die auf ihr lange Sicht einen positiven Erwartungswert besitzt. Die schlüssigste Erklärung für den Sell-on-Good-News-Effekt sind institutionelle Marktteilnehmer, die sich von größeren Aktienpaketen GYSGY-YY-DUGI-UNDER-GUGULDEN-DUGI-S-GULDEN-GD-GULDEN-SCG-OT-USES-GULDEN einfach, da eventuell kein ausreichendes Handelsvolumen gegeben ist, um in überschaubarer Zeit zu verkaufen, ohne dabei den Kurs durch das eigene Angebot an Aktien in den Keller zu treiben. Daher muss oft scheibchenweise über längere Zeit verkauft werden. Je nachdem, wie sich die Märkte in dieser Zeit entwickeln, sind dann die entsprechenden Ausführungskurse mal besser, mal schlechter. Veröffentlicht ein Unternehmen nun gute Zahlen, lassen sich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es sind sowohl hervorragende Verkaufskurse als auch ein überdurchschnittlich hohes Handelsvolumen zu erwarten. So kann die Gelegenheit genutzt werden, schnell Teile des Portfolios umzustrukturieren. Selbst dann, wenn der Portfolio-Manager weiterhin von der Aktie überzeugt ist, möchte er vielleicht einen Teil der Position zu guten Kursen abbauen, um seine Gewichtungen anzupassen. Keine Garantie. Es kann natürlich keine Garantie dafür geben, dass infolge guter Nachrichten tatsächlich eine Verkaufswelle beginnt. Erden extrem viel besser als erwartete Zahlen wäre fee, Licht, kann es im Gegenteil sogar zu einem Mehrtag-In-Kurs-Anstieg kommen, der zu einer Neubewertung dir führt.
Hier kann es zwar auch Marktteilnehmer je die Kurse zum Ausstieg nutzen, nur sind diese eher Unterzahl je mögliche Handelsstrategie. Stellt sich daher dann die Frage, wie kann man erkennen, ob SAS im Einzelfall in ausreichendem Umfang H76.07L 75.96 bis 86.00 85.00 18F 79.00 23 12 Uhr 24 12 Uhr 27 12 Uhr 28 12 Uhr stattfinden wird, damit es profitabel gehandelt werden kann? Auch hier die ernüchternde Antwort: Sicher erkennen lässt sich das nicht. Aber das muss nicht das Aus für die Strategie bedeuten. Wie bei jedem Handelsansatz kann der Trader zusätzliche Kriterien definieren, die ihm einen kleinen Wahrscheinlichkeitsvorteil bringen. Setzt er diesen konsequent über viele Trades um, sollte sich daraus eine attraktive Rendite ergeben. Zusätzliche Kriterien: einfach Short-Hebelprodukte auf alle Aktien zu handeln, die bessere Zahlen als erwartet veröffentlichen, ist keine besonders sinnvolle Strategie. Nicht nur, dass es hier zu viele Fehltrades gäbe. Auch die Transaktionskosten wären insgesamt viel zu hoch. Es müssen zusätzliche Kriterien definiert werden, um die Qualität der Signale zu verbessern und die Anzahl an Trades zu verringern. Am Ende muss es das Ziel sein, nur die besten Setups zu handeln. Nur so können Trader es schaffen, eine Strategie erfolgreich umzusetzen. Für die Sell-on-Good-News-Strategie werden folgende Kriterien vorgeschlagen. Erste Anwendung nur bei Aktien, die sich in einem Abwärtstrend befinden. Es sollten im Chart zumindest ein klares, tieferes Hoch und tieferes Tief erkennbar sein. 1.